So, wir machen jetzt weiter. Werden uns wieder von lieblichen Mädchen in die Eier kicken lassen. Und Bullen erschießt abmetzeln. Die auch unter der Bezeichnung Wüwü bekannt sind. Ja, da kommen ja schon wieder welche anscheinend. Nämlich erstmal alle hier draußen fertig machen eigentlich. Ah, der ist da oben. Mal sehen, ob der schlau genug ist, um wegzurennen, wenn ich jetzt auf ihn schieße. Anscheinend nicht. Also knall ich ihn jetzt ab. Zeigst du, du verdammter Ayo-Typi? Riften gehört mir. Aha. Den habe ich jetzt vielleicht mal abgeknallt. Ihr könnt mich sowas von focken mit eurem Kopfgeld hinzugefügt zu Rift. Kommen natürlich wieder welche. War ja eh klar. Los, wo? Ach nee! Ja, dann mach mal. Er denkt ja wirklich, ich würde mich ergeben. Das glaubt er ja wohl selbst nicht. Hab kein Verbrechen begangen. Im Gegenteil, die Bullen haben ein Verbrechen begangen, und zwar gegen die Menschlichkeit. Klatsch. Klatsch. Bah! Er zeigt's mir. Geht aber anscheinend der Maul auf die Bullen los. Ah, oh nein! Hilfe! Ihr Glück gehabt, der Maul hat mich gerettet. Es kommt aber noch so ein Oberknalli. Ach so, nee, der Maul hat den fertig gemacht. Finde ich aber die Leiche nicht. Ach, da. Geh jetzt einfach mal hier rein. Müsste hier irgendwo nach Riften gehen. Aber wo? Wenn, dann wohl hier. Willkommen. Erlaubt mir euch den Schwarzdolmen zu empfehlen. Das edelste Gebräu im ganz Himmelsrand. Mann, dass die NPCs nicht wissen, dass das natürlich Skyrim heißt. Jetzt kommen wahrscheinlich 200 Wüwüs. Zumindest welche. Ja, was denn weg? Ja, super, ich sollte eigentlich nicht ausgerechnet da reingehen, wo es unendlich viele NPCs gibt. Tja, jetzt wird's hier drin ein bisschen voll. So viel Besuch wollten die in der Taverne wahrscheinlich nicht haben. Aber zum Glück haben ja die meisten von denen gar keine Waffen mehr. Also zeige ich denen jetzt. Ach so, weil es hier jetzt nämlich so ganz komisch ist, dass die von der Diebesgilde auf meiner Seite kämpfen. Die hier zufälligerweise so welche sind. Zwei Stück habe ich jetzt schon mal abgemurkst. Da geht's ja anscheinend rund. Guck dir das an. Sie schauen, dass ich immer die Bullen treffe.
Da ist wieder einer. Kamehameha, du alter Bastard! Also wenn ich irgendwas sage, dass hier einige NPCs sterben werden in dieser Schlacht. Aber will ich das natürlich nicht. Ich meine, guck mal, wie die sich hier gegenseitig auseinandernehmen die ganze Zeit. Es ist schwer, Freund von Feind zu unterscheiden. Wie es hier abgeht. Komm, nach und nach verspawnen. Komm her, mir. Oh, leckt es hier. Ich meine, es ist ja auch klar, weil so viele Erschis gleichzeitig kämpfen müssen. Aber auf jeden Fall, wir driften mir gehören. Das war sowas von. Kamehameha, du alter Bastard! Push! Hehehe, den Bullen geben wir sowas von! Komm mal aus dem Weg! Da sind noch ein paar Bio-Bios. Ja, super, wie soll man denn da treffen? Auch unter diese vernervige Louis Letrouche, wer auch immer der sein soll, der immer auf einen losgeht. Der ist sogar noch schlimmer als die dreckigen Agonia in Einsamkeit. Geh doch da hoch, Mann! Tschüss! Ich will aber natürlich nicht, dass dieser süße Kleine stirbt. So kriegt ihr jetzt wieder Striche. Super, die kämpfen ja immer noch. Ey, nee! Das ist nämlich dieser Oberfiesling. Der ist nämlich buggigerweise unsterblich. Ja, toll! Wenn dann die ganze Zeit diese blöden NPCs durcheinander laufen. Wie soll man denn da bitte schön kämpfen? Geht doch eigentlich überhaupt nicht. Ganz komisch. Irgendwie ein komischer Kopf von Riften. Ey, nee, jetzt geh doch mal da durch. Jetzt metzeln die sich schon wieder gegenseitig ab, stimmt's? Ist das ein Lag hier? Ich zeig's dir! Aber es bringt das nichts, weil er nämlich nicht sterben kann. Versuchen kann ich da trotzdem. Ja super, ist sich dieser Oberversager hier eingemauert. Allerdings den hier muss ich jetzt ein bisschen bearbeiten, damit der nicht wieder hochkommt. Weil wenn er wieder hochkommt, dann hat er wieder volle Striche. Dem sein Level ist aber auch zu hoch, als dass man ihn besänftigen könnte.
Gegen bei der süßen Kleinen geht's natürlich. Die ist nämlich, glaube ich, nur Level 4 oder so. Wobei es schwer werden könnte, sie zu treffen bei dem Gewusel hier. Ich habe aber getroffen. So, hier ist aber nichts wie raus. Natürlich ist da ein Feind in der Nähe, das war ja wohl klar. Konnte ja gar nicht anders sein. Och nö, das ist wieder der Bastard. Ich will mal gucken, was für ein Level der hat. 30. Selbe Level wie ich. Ich bringe euch unter die Erde. Da wird noch relativ lang kein Besänftigen gehen, toll. Dann habe ich ja gar keine Chance. Was gibt's denn Bastard aber auch? Da kommen wieder Biobios. Kamehameha. Quatsch. Du kleiner Nervkopf! Nee, der eine View jetzt dort gemacht. Der andere ist jetzt auch gleich dort gemacht. Was? Ich will eigentlich diesen Bastard fertig machen. Dann kann ich den ja nie wirklich fertig machen, weil der immer wieder aufsteht. Klatsch. Klatsch. Ist der nervig. Aber immer ja schon wieder etwa die Hälfte verloren. Vor allem selbst wenn man dem seinen blödsinnigen Quest abschließt, bleibt er unsterblich. Im Gegensatz zu dem Argonia. Der wenigstens im Rahmen von dem Quest dann irgendwann sterblich ist. Ja, toll. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gefinisht werde. Klatsch. 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 Jetzt bimmel ich den noch ein bisschen. Oh, und dein Kindergeschrei die ganze Zeit. Läuft hier irgendwie weg, keine Ahnung warum. Aber ich will ihn natürlich hochheilen. Hä, wie die immer wegrennt. Boah, ich hab schon gedacht, der Typ wird wieder aufstehen. Aber sicher gehen, dass er es auch wirklich nicht tut. Ich müsste ja aufhören, auf mich loszugehen, wenn ich sie heil. Oder hier zumindest dankbar dafür sein. Bin ich mal gespannt, ob ich das Taxi benutzen kann. Wahrscheinlich nicht. Weil dieser andere Beppo noch im Kampf ist. Obwohl, sollte eigentlich nicht sein. Also müsste ein Taxi gehen. Zumindest solange der Beppo. Nee, das geht natürlich nicht. Verdammter Taxifahrer.
Dieser Taxifahrer Nervkopf. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Wenn er mich nicht mitnehmen will, dann komme ich hier nicht weg. Oder zumindest nicht so ohne weiteres. Aber der will nicht mit mir reden, dieser Bastard. Ihr braucht etwas? Ja? Ja? Wo ist denn der Taxifahrer die ganze Zeit? Ich muss das irgendwie anders machen. Und wie ich das machen will, muss ich im nächsten Video herausfinden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.